Hallo! Hallo. Diesmal mit Ede dabei. Ja, was ist, ich weiß nicht, haben wir das in der, das haben wir nicht in der Folge gemacht, glaube ich, das Gericht, sage ich schon, das Parlament, also den Sitzungssaal, den kann ich gerade mal präsentieren. Weil den kennen Leute, glaube ich, noch nicht. Wenn man hier jetzt ins Rathaus reinkommt, dann sieht man hier erstmal kurz Geruckel. Dann sieht man hier ein Schild, wir müssen leider draußen bleiben für Creeper. Das lag daran, dass hier die ganze Zeit Leute als Riesen-Creeper rein wollten. Ja. Und hier seht ihr wieder das Drachenherz, das Wahrzeichen der Stadt. Hier vorne. Auf diesem Pult sitzt der Bürgermeister. Hier unten drunter sitzen der stellvertretende Bürgermeister, der Finanzminister und der Verteidigungsminister. Hier sitzt der Wirtschafts- und Energieminister. Hier sitzt der Arbeitsminister, der Ernährungs- und Landwirtschaftsminister, der Werbe- und Presseminister, der Magieminister, der Technologieminister, der Umweltbau- und Sicherheitsminister und der Verkehrsminister. Ja, das sind die Ministerposten, die hier im engen Kreis sitzen. Hier sind auch noch zwei Plätze für. Wenn man mal Gäste hat, wenn zum Beispiel gerade Krieg herrscht und man irgendwie Generäle einlädt, dann können die sich da hinsetzen, meinetwegen. Wir haben keine Generäle und auch keinen Krieg und das ändert sich auch wahrscheinlich in nächster Zeit nicht, aber man hat ja halt Sitze. Und hier hinten sitzt auch noch der Oppositionsführer. Und hier an der Seite sitzen auch noch Leute und hier in diesem Ring kann die Opposition sitzen, keine Ahnung. Ja, das ist, was sich hier im Rathaus getan hat. Dann, ich habe endlich eine eigene Wireless-Konsole. Davor hatte ich immer DKs genutzt. Ich weiß nicht, ob Leute das gesehen hatten, weil DK war nie online. Da hat er mir, er hat mir irgendwie, bevor er offline gegangen ist. Schalt die mal auf herstellbar. Nur auf herstellbar. Wie auf herstellbar. Ja, links gibt es doch diese Sachen und dann die Ansicht. Ansicht. Stored items craftable. Oh. Ja, Ede hat ein Auto-Crafting-System in seinem Haus eingebaut, das verbunden ist mit unserem ME-System. Also, wenn ich jetzt nicht im Crafting-Menü bin, ah ja, dann kann ich die hier auch craften einfach. Ja. Praktisch. Also erst verwendet er wahrscheinlich die, die schon da sind und dann erst die. Hier ist noch ein voll verzaubertes Platinschwert im ME-System. Was ist denn das? Das könnte meins sein. Ja, was aber das Wichtigste ist, wir haben das Excalibur! Ja, Leute, die Edes Folge gesehen haben, wissen das wahrscheinlich schon. Schon mal in meiner Folge. Ja, aber meine Leute wissen das noch nicht, weil, woher auch? Außer sie Also, gucken natürlich alle brav Eles Folgen. genau. Also das erwarte man ja schon, dass ihr von allen Projektmitgliedern alle Folgen schaut. Also die Cars Folgen, alle meine Folgen, Eles Folgen, Janifeis 12-Stunden-Livestreams, in denen er eigentlich die meiste Zeit über gar nichts Livestreamiges macht, sondern einfach nur zockt und da nebenher den Stream laufen lässt. Ja, wer ist denn noch dabei? Young Artifact ist hier gerade auf Steam online gegangen. Der macht aber keine Folgen, soweit ich weiß. der Rillzip macht auch keine Folgen. Ich weiß nicht, haben Leute das schon mitgekriegt hier in meinen Folgen? Der Rillzip ist ja neben uns eingezogen. Also, eingezogen ist jetzt in Echt? Anführungszeichen, weil ja, hier entsteht das YouTube-Haus von Rilzip. Das Einzige, was er bisher hat, ist ein Ofen, der auf dem Bürgersteig steht. Ja, Rilzip, also, das geht so auch Eingezogen. nicht. Eine Workbench und eine Kiste, in der er zwei Eisen. Warte, ich sortiere ihm die mal freundlicherweise. Er hat drei Stacks Kobalt, 20 Birkenholz, vier Birkenholzbretter, einen Stock, 41 Kupfer, 17 anderes Kupfer, Ach ja. 64 Kohle, zwei Schilder, 33 Unsere alte Seeds, 15 Base. Osmium, 17 Ordnungsscherben,
15 Unordnungsscherben, 45 Tertusquarzkristall, 3 Kobalt, 64 Tungsten, 66 Tungsten, oh Gott, warum? Und fast 2 Stack Zink. Ich glaube, kann sein, dass der Typ mehr Zink hat als wir fast schon. Ja, war mal unsere provisorische Base. Ach so. Erinnerst du dich noch? Ja, ich erinnere mich vage. Und mittlerweile hat sie hier wirklich einiges getan in der Stadt. Boah. Ja. Und ich habe mir vorgenommen, die Folge mache ich auch mal ein bisschen länger. Die kann schon über eine Stunde gehen, auch locker mal, weil ich will einfach mal was bauen, weil ich finde es doch... Über eine Stunde. Ja. Alles klar. Ja, ich erinnere daran, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ich habe mal einen ZDF-Stream gemacht, der 3 Stunden ging. Ja gut, ein Stream... Ja, gut, vielleicht werden wir auch irgendwann dann einfach die Folge beenden und dann vielleicht nochmal einen ZDF-Stream machen, ich weiß es nicht. In dem machen wir dann aber nicht so spannende Sachen, weil das ist ja der eigentliche Sinn der ZDF-Streams, dass man da die Sachen macht, die jetzt nicht unbedingt so spannend sind, dass man diese gesehen haben muss, aber gesehen haben kann. Ich wollte jetzt auch mal anfangen, Mechanisms zu Autocrafting. Und der DK, der hat hier aus irgendwie ist hier so eine Wurzel von... Ich weiß nicht, ob die zu seinem Baum hier gehört, diesem fetten Ding, was ihr hier sehen könnt. Weil er hat den alten Baum nochmal abgerissen und hier seine Hühnerfarm wächst konstant. Ich frage mich generell, wann will DK hier eigentlich mal sein ganzes... Will er hier irgendwie mal so eine Festung alles mit Gebäuden und so reinbauen oder was hat er hier vor in seinem Haus? Weil das Problem ist, DK ist jetzt schon wieder im Urlaub. Ja. Das heißt, er kommt... Ich habe eine Woche nicht gezockt. Ja. Gut, ich habe auch nicht gezockt. Hier drüben die Typen bauen auch seit 10.000 Jahren irgendwie nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, wer wohnte hier? Hier wohnt Puller 18 und The Game Bros. Die sind irgendwie seit 10 Milliarden Jahren nicht mehr in ihrem Haus gewesen, habe ich das Gefühl. Ah. Ich muss die mal fragen, was da los ist. Ja, musst du. Weil laut Inaktivitätsgesetz wird das ganze Zeug dann ja irgendwann in staatliche Übersicht gegeben. Also dass der Staat darauf aufpasst, wenn die Typen nicht mehr kommen. Und gegebenenfalls es abreißen darf, sollte es nötig sein für irgendwas. Aber da das momentan, da wir da eh nichts vorhaben in der Gegend, wird das wahrscheinlich auch einfach so bestehen bleiben. Okay, selbst wenn es in staatlicher Hand kommt. Irgendwas ist mit der Quarry schief gelaufen. Und was? Die läuft einfach nicht weiter. Also was wollte ich gucken? Gab es eigentlich Limestone Stairs? Meines Kabels habe die ganzen Carpenter-Dinge umsonst gemacht in der Arena. Ja genau, es gab Limestone Stairs. Wie macht man die? Die macht man sich so. Die anderen eigentlich genauso. Oder hat man die gemacht? Hat sie so gemacht? Also ich weiß nicht, ob ich in der Arena dann bei Zeiten mal das ganze Zeug durch tatsächlich Limestone Stairs ersetzen will, weil ich weiß nicht, Gronkh meint ja irgendwie, die Performance von seinem 10 FPS-Haus könnte durch die ganzen Carpenter-Blöcke ausgelöst sein. Also hat er mal irgendwann vor 10.000 Jahren gemeint. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, dass Carpenter-Blöcke wirklich die Performance des Servers runterziehen können oder nicht. Deswegen bin ich... Also, wenn Leute sich da auskennen, schreibt es in die Kommentare. So krank ist Gronkhs Haus aber da auch nicht. Ja, also eigentlich nicht. Eigentlich haben wir viel mehr Carpenter-Blöcke. Also es kann auch sein, dass Gronkhs Haus einfach da liegt, dass sein Haus so viel rechnen muss. Aber das sieht geil aus. Mhm. Das weiß ich. Wobei man ja schon sagen muss, Gronkh ist in Hinsichten auf die FPS ein wenig komisch, weil er war mal ganz verwundert, dass ohne Shader plötzlich alles flüssig läuft. Und soweit ich flüssig laufen sage, hat mein Spiel keine Rückmeldung mehr. Das ist ja auch mal wieder typisch. Ja. Ja, so, was wollte ich denn machen eigentlich heute? Ich wollte das Gericht bauen, sobald die Leistung des Spiels mal wieder zurückkehrt. Also, momentan ist sie nicht da.
Dark. Jetzt habe ich mich wieder vom Server runtergeworfen worden. Ja. Das ist ja mal doof. Da, dieser Remote Host. Ich hasse den. Weil der mich dauernd vom Server wirft. Ach ja, hier sagt er immer die ganze Zeit: Creation Quest Chapter The Zathu not started. Der Alchemist ist auch noch nicht gestartet. Der Fallen King ist auch noch nicht gestartet. Ich muss mal mich mit den ganzen Millionär-Sachen vielleicht mal beschäftigen. Das, gut, das war was, was man eigentlich in DKs Millionär-Let's Play hätte machen sollen. Aber egal. Aber wie viele Leute haben eh das Millionär-Let's Play gesehen? Seien wir mal ehrlich. Wahrscheinlich nicht alle, also nicht viele generell, wahrscheinlich keiner. Ja. Ich weiß nicht, wer die Leute sind, die sich hier diese Folgen immer ansehen, wenn es denn mal Leute tun, also sich die Folgen ansehen, was ja auch nicht immer ist. Ja, auch So. intelligent. Ich möchte den fertigen Staub reintun, obwohl der Welche schon. Limestones nutze ich denn da mal? Das sieht mal auf meiner Vorlage hier die. Würde ich sagen, ach, nehmen wir einfach den normalen Limestone. So, kann man jetzt Osmiumstaub herstellen? Osmiumstaub kannst du am Pulverisierer, am Zerkleinerer, eigentlich an all diesen Maschinen kannst du den machen. Ja, ich mache hier gerade Autocrafting. Ach so. Dann musst du mit dem Pulverisierer arbeiten. Ja, ich arbeite ja auch mit dem Pulverisierer. Ich weiß nicht, wie Autocrafting genau funktioniert, also wie man da Maschinen anschließen kann. Jawohl. Weil ich bin mit dem Autocrafting nicht so bewandert. Das musst du dann auch mal, wenn in meiner Fabrik vielleicht bei Zeiten kannst du da. Du kannst mir mal einen Gefallen tun und eine Beton-Autocrafting-Anlage einbauen. Beton. Ja, aus meinem Mod der Beton. Also der aus Kalkstein. Kalkstein und Eisenerz oder Lehmblocks werden da immer Zement hergestellt und dann aus Zement, Sand, Kies und Wasser machst du dir Beton. Das normale Autocrafting, das kommt mit dem Wassereimer nicht klar. Weil man den nicht stacken Wassereimer. kann. Also ich muss mal gucken, dass ich das vielleicht irgendwie hinkriege, dass man das in diesen Maschinen, die irgendwie mit so Flüssigkeitsbehältern ausgestattet sind, ja, irgendwie so einbaue. So. Aber über deine Fabrik kann ich das so leicht nicht machen. Dann haben wir das hier. Dann halt nicht über meine Fabrik, sondern über dein Haus. Ist mir jetzt auch Wurst. Das muss noch breiter, glaube ich. So. Und so. Gott, ich habe hier immer noch diese Weihwandspitzhacke. Ich müsste mich irgendwann mal verbessern. Mensch, bist du altmodisch. Ja, die erfüllt ja ihren Zweck. Die kann ja auch alles praktisch mit einem Schlag abbauen. Es kann ja nicht jeder mit dem Staff of Power arbeiten. So, dann einmal hier den gemacht und so. Und dann einmal da noch ein bisschen und so. Und das ist dann die Treppe zum Gerichtssaal, also. Also unser Haus verdient so langsam. Wenn der Gerichtssaal steht, dann sind wir ja offiziell dazu befugt, Gesetze endlich zu machen. Ja, unser gemeinsames Haus verdient so langsam den unordentlichsten Keller der Welt.
Preis. Ja, in Minecraft. Das muss schon was heißen. Weil ich komm mal. Ja, ich komme gerade. Was heißt denn der unordentlichste Keller der Welt? Ja, geh mal, komm mal hier. Ja? Und guck dir das an. Was ist das alles? Autocrafting. Oh. Ich brauchte Platz. Da ist unter unserem Keller gebaut. Ja, das Problem ist nur unter, also hier unter uns ist auch eine Höhle. Gut, ich will ja in, wenn ich mein Haus baue, das mache ich dann praktisch ordentlich nochmal alles. Also das ist dann angebunden an unser ME-System und alles, aber. Das wird schwer. Also hier ist so eine Kuh, die sich durch den Zaun baggen will. Also, dass hier noch Platz zu finden, um noch so ein Gerät zu, so ein Verbindungsgerät zu Ach, bauen, das ist schon passt echt schwer. schon. Vor allem DKs Haus müssen wir wahrscheinlich am Ende auch noch anbinden. Also müssen wir hier auf jeden Fall irgendwo Platz finden. Weil wir haben ja jetzt schon keinen Platz mehr. Nochmal Limestone suchen. Dann hier den Marble und die Wolle und alles brauche ich doch gar nicht. So, ich nehme mal die Kokerei und den Alter, der Bohrhof Ede, der mit. Drogenjunkie, ne? Ja, ich nehme das jetzt mal mit. Immer an der Kokerei. Kommt jetzt in mein Haus. Ja, so siehst du mir auch aus. Raus aus dem hässlichen Drogenkeller und rein in dein Haus. So. Es wird jetzt mit Autocrafting verbunden. So, ich weiß nicht, ob das aussehen wird oder sowas, aber ist mir jetzt mal Wurst. So, hier einmal, dann kann man hier unten eigentlich wieder Dreck reinmachen. Sieht eh keiner. So, nachdem der Warded Zombie burnt, ist verbrannt. Wer auch immer dieser Warded Zombie ist. Ist das der Bruder vom Zombie? Man weiß es nicht. Schaust du Zombie? Nö. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, DK vielleicht, aber ansonsten weiß ich es nicht. So, dann haben wir hier die Dinger. Das Problem ist natürlich, die Vorlage, die ich mir hier gesucht habe, ist natürlich 10.000 Mal breiter als das Grundstück, was wir hierfür haben. Deswegen müssen wir das Ganze ein wenig kleiner halten hier alles. So, jetzt frage ich mich nur, wo ich die Kokerei hinpacken soll. Ja, das weiß ich auch nicht. Ach, hier habe ich eine Schlamperei am Baum. Also das geht ja gar nicht. Das ganze Schlamperei, die du da verursachst, das ist unaushaltbar. So, wo Also war denn das jetzt nochmal die Marmor wird Mitte? uns so schnell nicht ausgehen. Was wird nicht ausgehen? Das Marmor. Ja, glaube ich auch nicht. Der Limestone wahrscheinlich auch nicht. Da haben wir auch genug. Aber der Bruchstein, da sieht es eng aus. Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, 4,5. Wir haben nur noch 4,5 Millionen. Wir hatten 5,2 Millionen. Wo sind die Ja. alle hin? Die habe ich verbraucht. Alter, wie schnell kann man das Zeug verbrauchen? Ja, für das Verbindungsteil brauchte man ziemlich viele Ressourcen. Und da bietet sich Bruchstein ziemlich gut an. Aber bei der Verbrauchsrate kann das wirklich irgendwann alle gehen. Und das ist allein schon bedenklich, die, allein der Gedanke, dass das möglich ist.
Besonders wenn die Ender-Query einfach nicht weiterläuft. Das ist auch so ein Skandal. Die ist total verbuggt. In der Tat, also das geht so nicht. So, jetzt brauche ich Limestone-Säulen. Digga, es kann doch wohl nicht an der Größe liegen. Ich meine, ich bin doch nur in jede Richtung so 2 Minuten lang geflogen oder so. Ist ja gar nicht so viel. Gab es nicht irgendwo Limestone-Säulenblöcke, wenn ich mich da nicht recht, wenn ich mich da recht entsinne? Ich dachte, sowas Irgendwas ist ja gäb's. los. Offenbar gibt es nur Marmorsäulen. Das ist natürlich doof. Da muss ich jetzt improvisieren. Und ich mag das nicht, wenn ich improvisieren muss. Sehr schön. So, wo habe ich denn die normalen Limestones? Das sind die hier. Gut, da haben wir natürlich meinen Limestone, der komplett rausfällt vom Design her. Im nächsten Mod-Update, wie gesagt, kann man ja auch den Limestone einfach verwenden dann für alles, wofür man den Limestone braucht. Habe ich jetzt schon 10.000 Mal angekündigt und der Mod ist immer noch nicht draußen, was natürlich auch ein Armutszeugnis ist, aber egal. So, ich nehme vielleicht mal den Limestone mit Panel. So, Lime. Wireless out of range, willst du mich veräppeln? Ha, jetzt läuft. Lime. Jetzt läuft. Den da. Toll. Jetzt kommen wieder Erze an. Yay. Siehst du wahrscheinlich. Kannst du ja gerade mal gucken. Ja, kann ich Ja. tun. Warte, ich komme. Nice. Das ist schön, dass es nice ist. So, ich bewaffne mich erstmal obligatorisch mit dem Excalibur. Man weiß ja nie. Sehr gut, Certes Quarzkristalle. Und ich weiß nicht, Leute, die jedes Folge gesehen haben, haben schon mitgekriegt, dass Excalibur kann mich one-hitten. Und DK Ja. praktisch two-hitten. Also, da sieht man, wie mächtig. Wo kommen Ja. Erze? Ach da, wo kommen die jetzt her? Hast du den Enderquarry wieder zum Laufen gekriegt? Ja, die Ender-Query. Ja. Das heißt, Quarry wird übersetzt als Steinbruch. Ja, aber Folglich der Enderquarry. das hört sich aber scheiße an. Ja, aber es ist grammatikalisch richtig. Ja, eigentlich heißt es The Ender Query. Ja. Genau genommen. Was machst du da unten? Ich gucke mir das hier unten einmal an. Kommt man von da nach da? War wie von da nach da. Bist du. Hier. Ich habe mir hier mal vor Ewigkeiten so einen Durchbruch da rein gemacht, damit ich mir das ansehen kann. Also ich baue mir da immer ein Loch. Ja, ich mach das, ich habe das halt voraussehend gemacht. Hier in unserer Bruchbude. Ja. Naja, ich bin nicht mehr an das ME-System hier gebunden. Also doch im Prinzip schon, aber ich muss nicht immer hier hingehen. Ach ja, hier meine Disco, die nicht mehr kann. CDs drin. Wir haben hier Cat, wir haben Fa, wir haben Melohi, wir Oh, haben Stell und wir haben eine Floppy Disk. wir haben 3 volle Speicherzellen. Und drei halbvolle, also drei ziemlich volle. Und die hier, die 3 laufen nicht. Und Unmengen leicht gefüllte. Ja. Wie viel Stein das von denen wohl ist. Wahrscheinlich so fünf verschiedene Laufwerke komplett voll mit Kobbel. Ja, verdammt, was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte das weiterbauen. Hier, das tolle Ah, ich habe einen Gericht. guten Platz. Damit hier dieser ganze
diese ganze Innenstadt auch endlich mal fertig wird. Gut, bis auf den Bahnhof und das Hotel dann, das noch gar nicht angefangen ist, aber die gehören ja auch nicht zu den notwendigen öffentlichen Gebäuden, die sind freiwillig. Notwendig wäre eigentlich noch ein öffentliches Kraftwerk, aber ganz ehrlich, das wird auch niemand im Stadtzentrum haben. Nee. Weil du willst ja nicht spawnen und das erste, was du siehst, Atomkraftwerk. Ja. Das sieht nicht so schön aus, glaube ich. Oder ein Fusionsreaktor, das würde auch gehen. Ach so, ja, genau. Gibt's auch noch im Angebot. Aber wisst ihr was? Wir machen das nochmal weg so und machen das dann anders, damit das hier der Vorlage gerecht wird, die ich mir da rausgesucht habe. Ich weiß, es muss nicht alles wie die Vorlage aussehen, das ist mir aber mal ganz. Da nehme ich hier nämlich mal für die obersten drei, nehme ich hier einfach mal den normalen Limestone. Wird dann so ein Turm wahrscheinlich, so hoch wie ich hier baue. Aber das sieht ja auch ganz nett aus, so ein Gerichtsturm. Oder? Dann haben wir zumindest ein Hochhaus hier im Stadtzentrum stehen, was doch ganz nett ist. Glaube ich. Also ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich werden wir das auch gar nicht brauchen, weil allein der Polizei fällt mir ja schon nichts mehr für die zweite Etage ein, was da rein soll. Oh. Deswegen die momentan komplett ungenutzt ist. Also das, was hier in der Polizei, hier in der zweiten Etage seht ihr, hier ist wirklich nur so ein leerer Raum mit Fackeln am Boden und so ein bisschen Teppich. Warum machst du auch eine zweite Etage? Ja, es sollte halt schön aussehen von außen. Ich denke doch erst im Nachhinein über die Funktion davon. Hier ist ein Fehler. Ja. Aber zumindest die erste Etage ist ja jetzt schön eingerichtet mit Büros und so. Und Mit hier. Zellen? Ja, Zellen auch. Sehr gut. Kannst du dir hier ja ansehen. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Warte, komm mal her. Weißt doch, wo die Polizei ist, nehme ich an. Ja, ich kenne meine Stadt. Das ist gut, dass du deine Stadt kennst. Ja, es ist ja jetzt auch schon in 3 Monaten ist die nächste Wahl. Aha. Also, ja, du musst ja ein gutes Bild auf deine Bürger werfen, wenn du wiedergewählt werden willst. Weil sonst wählen die dich noch ab und wählen dann so einen Fanatiker wie den DK. Weil der ja bekanntlich total dafür kandidieren wird. Für einen Job, den er dann nicht ausführen kann, weil die ganze Zeit fehlt. Ja. Gut, wahrscheinlich wird er das wieder nicht, weil DK hat ja irgendwie nie Zeit. Er ist ja schon als Projektleiter überfordert. Ja. Zu sehen daran, dass er nie die Wünsche seiner Projektmitglieder umsetzt, wirklich, dass zum Beispiel mehr Mods reinkommen. Wie Deko-Kraft. Ja, wie DecoCraft, aber der funktioniert ja offenbar nicht laut dem, was DK meint, mit anderen Mods, die wir haben. Was natürlich ein leichtes Problem sein könnte. Gibt aber noch andere Deko-Mods, die man machen kann. Ohne Probleme. So, wie mache ich denn das jetzt? Und das hier ist erstmal so der provisorische Eingang. Dann muss ich hier das Ganze. Da kommt hier sowas ähnliches wie hier drüben hin. Weißt du was, ihr automatisiert gerade mal Blöcke des Zimmermanns. Ja, mach das.
mir einmal so einen Stein, packe den dann dahin und packe den dann Nee, nicht aus Eichen. Dahin. Sondern. Und nehme mir dann so ein bisschen Dirt. Aus Großholz. Ja. Weißt du schon, wie man Stöcke macht? Hm? Na, ich guck gerade, ob der schon weiß, wie man Stöcke macht. So, hier müssten dann eigentlich so Statuen rein. Das Problem ist, wir haben keine Statuen. Weil ich glaube, die einzigen Statuen, die es hier im Modpack gibt, die muss man irgendwie finden oder sowas. Wenn ich hier mal gucke. Ja, mit Deko-Quarf zum Beispiel. Hier so eine Statue of the Goddess oder Statue of Hobgoblin Patron. Aus Witchery. Wie kriegt man die? Die kann man offenbar nur finden. Ach nee, den kann man herstellen aus 5 Steinen und einem Koboldit-Ingot. Und das Koboldit-Ingot kann man wohl nur finden. So, du kannst jetzt schön entspannt vom. Gut, Weilen. Und das sind beides Items: die Hindu-Statue und die Mayan-Carving. Also, du kannst jetzt schön entspannt von der Zugangskontrolle Blöcke des Zimmermanns. Yay! Jetzt musst du es nur noch erweitern um Slopes und Zimmermann-Treppen vielleicht? Ich weiß es nicht. Also guck Slopes auf jeden Fall, die brauche ich nämlich doch häufig. Ja, guck doch mal rein, die sind schon da. Oh! Ja, dann... Menü gehe... View Craftable. Yay, Carpenter's Wedge Slope. Und Carpenters Block und Carpenters Stairs und was gibt's noch an Carpenters? Warum haben wir eigentlich eine Werkbank im Crafting-Ding drin, dass man die craften kann? Das. Oder Goldnuggets, warum muss man Goldnuggets craften? Wegen irgendeinem anderen Rezept, das es dafür braucht. Ach so. Und Osmium-Staub kann man auch herstellen. Immer. Er muss halt wissen, wie alles geht. Was haben wir eigentlich an Erzen noch drin? Wir haben noch Unmengen Zinn von allen möglichen Mods. Wir haben noch Copper Ingot aus Forestry. Aus irgendeinem Grund haben wir hier drin. Die müssen wir mal umformen in andere Copper Ingots. Wir haben 638 Copper Ore aus meinem Mod. Hatten wir nicht mal viel mehr gehabt. Weil das ganze Zeug muss man ja warten, bis es endlich mal wieder kompatibel. Endlich mal wieder, weil es ja schon mal war. Die läuft schon wieder nicht. Nein. Sag mal, liegt das am Strom oder woran? Das weiß ich nicht, woran das liegen kann. So, da kommt hier so eine Statue rein in diese Lücken. So. Wir nehmen schon wieder eine halbe Stunde auf. Das ist ja auch schon viel wert. Schon eine halbe Stunde? Ja, also 34 Minuten. Gut, am Anfang ist ja immer ein bisschen was rausgeschnitten, weil da gerade immer, also am Anfang ist ja immer Codierung kurz überlastet. Deswegen, die ersten paar Sekunden sind ja nicht mit drin in der Folge, aber... Gut, das ist ja nichts anderes, wenn man jetzt live streamt, da ist ja, wird ja am Anfang auch immer von OBS automatisch was weggelassen in der Aufzeichnung. Deswegen kommt es dann immer so, dass dann kurz am Anfang vielleicht die Begrüßung abgehackt ist. Was nicht an mir liegt, sondern an OBS. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. Das sieht schon ein wenig majestätisch aus, dieses Tor allein. Aber es hat ja eine Funktion. Wenn man dann vom Spawn da in die Richtung guckt, soll man dann DKs Haus nicht mehr sehen können hinter dem Gericht. Oder so. Ja. Gut, da müssen noch mehr so Formen rein. Oh, Slope.
hole ich mir mal. Okay, diese ganzen. Nein, Wireless. Das ist out of range immer. Sei mal nicht out of range, Wireless. Hier schon? Ja. Hey, ich kann hier wunderbar zugreifen. Ja, das ist irgendwie komisch, weil sonst kann ich auch immer bis da hinten zum Marktplatz eigentlich zugreifen. Nur hier beim, bei der Arena und sowas, da schwächelt es dann irgendwann. So, dann mache ich hier vielleicht mal den hier. Ja, nein, nicht so. Ich brauche meine Rubin-Axt. Das einzige Item, was nicht, das einzige Tool, was bei mir nicht aus Dingenskirchen ist, aus Weivern. Vor allem aus Weivern. Ich habe Weiverns geschaut und daraus eine Spitzhacke und alles hergestellt. Nein, nicht den Limestone, den will ich nicht. Also, mit Leim meine ich, ich hole mir jetzt hier so ein bisschen Bastelleim und verklebe hier alles. So, das hat genau für diese Schräge gereicht. Hier kommen dann halt Statuen von dir rein. Also, zumindest so in der Art. Ah ja. Ich weiß nicht, mit diesen Nods aus Microblocks, kann man damit irgendwie so Statuen herstellen? Ich weiß es halt nicht. Ich bin mir da nicht sicher. Also ich meine, wenn ich hier reinspringe, ne, dann sieht es so aus. Das ist jetzt ja nicht so die Welt. Vor allem, weil meine Arme eigentlich zu breit sind für das Ding, aber ja, ungefähr so steht man da drin. Das ist gut zu wissen. Das werde ich mir dann merken, wenn ich dann mal wirklich eine Statue da rein schustern werde. Schustern? Ja, schustern, das sagt man so. Glaube ich. Ich bin mir da nicht sicher, ob man das überhaupt so sagt heutzutage oder nicht. So, dann brauche ich hier einen dunklen. Leckt es schon wieder? Nö. Ich brauche nicht. Nur hat er das nicht abgebaut, dieses eine Kabel. Das weiß ich nicht, woran das wäre, dass ich kurz gehängt. Ich hoffe, diese Leckgeschichte von der letzten Folge ist jetzt vorbei. Weil, ich weiß nicht, wie viele Leute meine letzte Folge gesehen haben, da gab es ja auch Lags. Ohne Ende. Das lag aber wahrscheinlich am Server. Das lag auch am Server. Es hat ja nicht, ich hatte ja nicht wenig FPS oder sowas, sondern es hat halt einfach der Server rumgehangen, wie sonst was. Tut er gerne. Ah. Was? Ah. Ja, ich habe ja gerade eine ziemlich gute. Ja, der ist sehr gut. Aha. So mache ich mal sowas hier irgendwie. Ich weiß nicht, ich probiere hier nur rum. Also ich habe jetzt nicht einen Plan für das alles. Wer braucht den schon? Also, nicht, dass ihr euch jetzt hier Erwartungen macht, ich wüsste, was ich tue. Nee, so weit kommt's noch. Genau. Ich doch nicht. Ich weiß doch nicht, was ich mache. So. Dann einmal hier rein. So, dann würde ich jetzt schön Stahl produzieren. Schade, dass man den Schissel nicht in dieses Autocrafting mit einbeziehen kann. Nee, das geht nicht. Das wäre cool.
die Möglichkeiten, die man hätte. Es müsste so einen Schisselblock geben irgendwie. So einen elektrischen Schissel, keine Ahnung. Weil wir So. haben sogar Koks im ME-System. Eieieiei. Was wird die Polizei denken? Wir haben Koks im ME-System. Naja, du bist ja der Justizminister und alles und der Bürgermeister. Also du kannst doch ein Gesetz machen, das Koks legalisiert. Das traue ich nicht, das ist einfach so. Ach so. Ja, das ist gut zu wissen. Der ist hier Standard. Alter, was ist in dieser Stadt los? Das ist hier Standard. Jeder nimmt hier Koks zu sich. So. Dann mache ich vielleicht mal so einen hier. Ich weiß nicht, ob es danach was aussehen wird oder nicht. Ich hoffe einfach mal. Ach so, das ist ja noch gar nicht die richtige Stelle. Ich muss es ja noch bis hier durchziehen. Das Rezept muss ich nochmal optimieren. Mach das. Sonst klappt das nicht. Ruckel, Brauche ich ruckel. aber 2 Koks pro Stahlbarren. Eieiei. Also, ich würde mir ja wirklich Gedanken machen hier in dieser Stadt. Alle nehmen sie Koks zu sich. Ich würde mich ja fragen, wo bin ich hier gelandet? Ja. Ja. Wenn selbst der Bürgermeister ein koksverseuchter. Ich nehme keinen Koks zu mich, ich produziere ihn nur. Ach so, das ist ja viel besser. Du bist kein Drogenjunkie, du bist nur Drogendealer. Aber ich verarbeite ihn ja dann sofort weiter. Ach so, zu noch härteren Drogen. Nee, zu Stahl. Ja, wenigstens etwas. Sei doch froh, dass wir dann Stahl haben. Ja, und wofür nutzt du den? Für Mechanism. Ach so. Ich dachte schon, du nutzt, weißt du selbst nicht, wofür du den nutzen willst. Nein, ich weiß das schon. Da bin ich ja beruhigt. Ja, die Kokerei produziert ja dann noch immer dieses Öl oder was es war. Das Teeröl. Ja. Das kann man verschieden, braucht man das. Ja, aber davon haben wir so viel, das werde ich dann einfach Ja. weg, also sofort wegmachen. Also wirklich. So, ein und aus. So, wie macht man das jetzt? War ich nicht in So. so ein Loch fallen? Dann einen Itemfilter. Nein, das ist falsch. Reinkommt Genau so wollte ich das. Kohle, rauskommt Koks. Ja. Gibt es das denn immer bei diesem Autocrafting-Ding an, was da in die Maschinen reinkommt und was rauskommt? Nee, nicht beim Autocrafting, sondern in Maschinen gebe ich das an. Ach so. Weil das Autocrafting muss ja auch irgendwie wissen, wenn so ein Ding jetzt nicht über so eine Autocrafting-Werkbank funktioniert, was es da eigentlich herstellt. Ja, ich arbeite ja schon sehr geschickt. So, von innen sieht das Ganze doch jetzt auch relativ ordentlich aus. Jetzt, wo mal hier diese hässliche Außenfassade, also von der anderen Seite hässliche Außenfassade, mit einer Innenfassade abgedeckt ist. Und mal wieder stellt Janifys Computer die Nacht weg. Ja, da sind wir auch sehr dankbar, dass der Janify den gebaut hat, weil der besser funktioniert als dieser Taglichtsensor, den ich da vorher hatte, weil der Taglichtsensor,
Ja, gut, ich glaube, der Computer, gut, das Problem ist, die Sonnenuhr braucht ja einen Blick auf den Himmel, ist das, oder? Ja. Weil der Computer an sich bräuchte jetzt überhaupt keinen Zugriff zum Himmel mehr. Das heißt, vielleicht werde ich die Sonnenuhr, wenn ich mein Haus gebaut habe, vielleicht werde ich die mal in mein Haus umpositionieren oder so. So, jetzt warte mal Und hier. einfach auf die Spitze des Daches stellen. Jetzt mache ich das einfach so, ich produziere den Koks Ich sag mal, nicht fürs Auto-Crafting, sondern ist der Wetteruhr kaputt oder was ist ja, los? ist er. Wir haben keine Smaragde mehr drin. Das ist das Problem. Nee, das ist nicht das Problem. Der hat eigentlich noch Treibstoff. Aber hier ist ein Hebel dran. Ja, weil ich dachte, das so wieder funktioniert, aber tut es nicht. Ja, ist ja super. So, wir sind übrigens schon eine Dreiviertelstunde an der Folge dran. Wie schnell geht das denn? Ziemlich schnell. Ich weiß nicht, wie lange die Folge am Ende sein wird. Wahrscheinlich so eine Stunde. Ursprünglich hatte ich ja mal so überlegt, ob ich so 1-Stunden-Folgen immer mache vom Projekt. Das war dann damals, ja, das habe ich mir dann anders überlegt, als die erste Folge irgendwie so 1,5 GB groß war. Aber seit ich hier mit OBS aufnehme, ist das irgendwie nicht mehr das Problem. Nein, häng nicht. Gut, mit OBS habe ich ja hauptsächlich deswegen aufgenommen, weil Outer City den Ton die ganze Zeit so abgehackt hat. Und seitdem nämlich irgendwie, seit ich diese Einstellung gefunden habe, mit der OBS tatsächlich flüssig aufnehmen kann, nämlich eigentlich überall. Also zumindest bei den Spielen, die ich in 720p mache, nehme ich mit OBS. Aber ich muss mal gucken, dass ich OBS vielleicht mal umstelle. Ich muss mal schauen, wie groß so Minecraft-Folgen wären, wenn ich die auf 1080p aufnehmen würde. Dann würde ich nämlich OBS einfach auf 1080p umstellen und damit so ziemlich alles aufnehmen. Gut, vielleicht nicht SWTOR, weil SWTOR ist das Problem, wenn ich das mit, das kann OBS aus irgendeinem Grund nicht erkennen. Und deswegen muss ich da mit Bildschirmaufnahme bei den Livestreams immer arbeiten. Und ich weiß nicht, wie gut das sich so auswirkt auf die Bildqualität, weil, gut, die sind immer runterskaliert, die Streams auf 720p, deswegen ist es da generell ein bisschen Fragen, verpixelt. wie Raincraft drauf kam, Koks für die Stahlproduktion zu brauchen. Ja, wahrscheinlich in einem Drogenrausch hat der Entwickler sich gedacht, ja, nehmen wir mal Koks dafür, hä? Wahrscheinlich wirklich so. Wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich liegt es darin, dass man wirklich mit diesem, also mit diesem Koks arbeitet, wenn man Stahl herstellt. Das wäre traurig. Naja, wieso? Es gibt doch Kokskohle irgendwie. Hast du bestimmt schon mal in der Schule gehört. Also, das hat jetzt nichts mit dem anderen Koks zu tun. So, Was wollte ich denn jetzt machen? müsste der Haben wir Stahl noch Carpenter-Türen? produzierbar sein. Nein, wir haben keine Carpenter-Türen mehr. Das heißt, ich muss mir Carpenter-Türen machen. Dann produziere bitte mal zwei Stahl. Mal sehen, ob es Also klappt. ich glaube wirklich, Letzte. nachdem die ganze Arbeit dafür den Autocrafting gemacht hat, ich schließe wirklich mein Haus dann einfach in unser MI-System an, ganz egal wie aufwendig das wird. Einfach nur aus Jetzt dem hier Grund, Stahl ich will das produzieren. ganze Zeug nicht auch noch aufbauen müssen in meinem Haus. Ja, das dauert auch lang. So, hier, nimm mal den Carpenter Hammer. Nein, nicht wie ein Iron Door. So Warte will ich's haben. kurz. Haben wir hier noch so ein Rohr, das Nein. die Flüssigkeit sofort löscht? Nee, nicht zerstört Items, sondern ich möchte Flüssigkeiten weghaben. So, machen wir es vielleicht. Packen dann so ein Glas drauf. Brauche ich noch eine Dichtung? Ich weiß gar nicht, warum arbeite ich eigentlich immer mit diesem Glas? Es hat sich irgendwie so ergeben. Nein, nicht den Builder's Wand. Mach einfach mal die Türen auf. Off vor allem.
Uff. Ja, mach die off. Hier ein komischer Dialekt. Jetzt der Dialekt aus Offenbach. Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie Leute da reden. Also, sehr geehrte Offenbacher, wenn ihr jetzt zugucken solltet. Ich weiß nicht, wie viele Offenbacher Zuschauer wir haben. So. Alter, braucht es lange, bis ein Koks fertig ist. Ja, sowas aber auch. Kann man das nicht irgendwie beschleunigen? Nein, kann man nicht. Ja. Wobei ich nie erfahren. Oh, hier ist sogar schon ein Koks drin. Da war schon eins fertig, also. Also. Das ist ja mal praktisch. Da, nein, nicht den. Den Limestone will ich nicht. Mir fällt gerade ein, dass ich das Rezept auch falsch gemacht habe. Also wirklich? Ja, da muss ich nochmal was ändern, weil... Ach, Mann. Sonst... wird das nichts mit dem Stahl. So, ich brauche mal hier den Vierecks... Limestone. So. Dann packe ich den mal hier so rein. Und auf der anderen Seite packe ich den auch rein. Also nochmal das Rezept nehmen. Ja. So, 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 so. Und da und da. Ja, gut, und jetzt weiß ich nicht weiter, wie man das weiterführen designen muss. Hier in der Vorlage ist dann so ein Bogen, dann ist da noch eine Etage drüber und dann kommt da so ein Dach mit so einer Figur oben drauf. Ich glaube, so hoch werden wir es nicht machen, weil wir brauchen nicht so viele Etagen. Wir brauchen wahrscheinlich nicht mehr als eine Etage. Es ist immer nur ein Gerichtssaal. Ich meine, was will man da groß reinmachen? Ein Gericht. Ja, eben. Und in einem Gericht so eine so fett 5 Etagen gleich drauf. Ich dann doch einfach nochmal den Stein. Und wie sieht das dann aus? Da, Handy, dreh dich mal richtig rum. Ja, na, ist das Extraktion. So, da ist das so eine Säule drin. Dann ist da so eine kleine Tür und dann kommt da nochmal ein Fenster. Gut, und dabei belassen wir es dann, glaube ich, auch, weil viel mehr passt hier dann auf den Platz auch nicht mehr wirklich drauf. Deswegen schneiden wir das Gebäude da einfach ab, weil hier ist dann die Straße am Markt und hier ist der Drachenkrebsweg. Gut, der, an dem liegt das ganze Gebäude ja. Und wenn, sobald wir das gebaut haben, müssen wir hier irgendwie, ich glaube, das machen wir im ZDF-Stream aber mal, dass wir hier den Spawn verschönern, weil, ganz ehrlich, der Spawn ist momentan eine grüne Fläche mit so einem Ding, so einem Goldklotz, also so einem Goldhaus. Ich weiß nicht mal, wie müssen wir das hier wirklich nennen, diese Art Haus. So ein Pavillon haben wir hier drauf. Und ein Netherportal. Was total nicht ins Design passt. Ja, und hier sind immer noch diese gelben Linien drunter. Und hier muss ich auch mal... Der Bahnhof muss auch noch gebaut werden. Das muss noch gebaut werden. Hier muss die Straße noch irgendwie gebaut werden. Da muss ich noch gucken, wie ich die Straße hier mit dem Gleisfeld in Einklang bringe, das dann hier hinkommt. Ja. Also gut. Dann... Das wird noch eine ziemliche Nummer und da muss ich mein Haus bauen und ich weiß noch nicht, wo ich das hinbauen werde. Das ist auch Fragen, die unsere Existenz betreffen oder so. Nö. Hm? Nö. Wieso nö? Nö. Doch. Also zumindest meine Existenz betreffen sie. Aber nicht meine. Ja, du bist mir egal.
So, jetzt produziert der erstmal 1000 Stahl. sonst nichts ist. Ja, es dauert halt ewig und deswegen lasse ich das lieber die ganze Zeit laufen. Ja, so, dann packen wir hier so ein Säulending rein. Kommen hier einmal diese Steine zum Einsatz wieder. Ich stelle doch fest, irgendwie das Stadtzentrum ist farblich, aber auch ziemlich einseitig gestaltet. Ich glaube, also das Hotel müssen wir mal wirklich kreativ bauen. Weil irgendwie die Gebäude im Stadtzentrum sind ausschließlich gebaut aus entweder Marmor oder Limestone. Das ist jetzt farblich nicht unbedingt so das Schönste. Gut, der Marktplatz und der Schrottplatz fallen da ein bisschen raus, weil der Marktplatz aus so einem geschisselten Cobblestone größtenteils besteht und der Schrottplatz aus Eisenstangen und Steinziegeln. Mir fällt gerade auf, dass ich das bei mir auch schneit. Wo bist du? Ach so. Aber Ja, du nur bist auf dem ja. Energieball. Ja, das ist ja so im Gebirge ab einer gewissen Höhe. Ist dann kein Regen mehr, sondern Gut, Schnee. aber Gut, meistens ist das ganze Gebiet einfach nicht hoch genug, damit da der Schnee landen kann, aber. ist aber jetzt erst auf 98. Ja, gut, ich habe ja überlegt, ich weiß nicht, ob Leute das mal mitgekriegt, ob ich das jemals so gesagt habe, ob in meinem Mod das Salz vielleicht die Funktion kriegt, dass man dann Streusalz praktisch auf bestimmte Blöcke machen kann, dass da kein Schnee mehr drauf fällt. Ich weiß nur nicht, wie ich das umsetzen will, wirklich, weil, ja. Wir müssen das Salz. Das Salz ist einfach so Ja, unnötig. deswegen will ich hier diese Funktion einbauen, damit das Salz eine Funktion kriegt, außer dass man da ein paar Essenssachen draus machen Ich kann. meine, wir haben 324.000 Salz. Und momentan kann man da ja wirklich nur Brezeln draus machen. Im nächsten Update kann man da immerhin noch Laugenstangen, Laugenbrötchen, Laugencroissants. Also eigentlich nur die Lauge dafür kann man da herstellen. Für die Sachen selbst brauchen wir das Salz nicht mal. Aber halt die Lauge dafür, da muss man Salz reintun. Bei Mechanismen kann man gasförmiges Salzwasser machen. Ja, mein Salz kann man ja im nächsten Update dann auch mit dem Mechanism Salz Und verwenden. das kann man dann auch zu Salzwasser machen. Gibt sogar eine andere Möglichkeit, also noch Salzwasser herzustellen. Also, wenn damit merkst du, aus meinem Salz kannst du demnächst Salzwasser von Mechanism vielleicht machen. Ja, toll, aber ich habe schon genügend Ja. Salzwasser. Ja, Ich habe gut. jetzt 20 Machen? Lithium. Brian, wofür braucht man das außer Lithium? Brian Bucket. Nutzen. Gut, Transposer. Nutzen von. Im Bottler kann man das in Items füllen und im Fluid Transposer. Irgendwie zeigt ihr den Nutzen davon nicht an. Kann man über die Maschinen. Also dieser Brian, ne, der ist jetzt ja nicht wirklich heldenhaft. Also Hero Brian ist es nicht. Ja, der Aha. Witz wird auch nicht besser. Hier fein ist nicht heldenhaft. Nein, aber wenn er nicht heldenhaft ist, ist er ja nur Brian. Ja. Der ist kein bisschen lustig. Ich weiß. Weißt du was? Ich mache hier gerade mal an deinem Haus. Ja. Pass mal ob. Was machst du da? Ich gehe hier vorne an deinen Eisentank und mache hier den hier. Oh. Einfach damit es hier ein bisschen schöner ist. Was mich so richtig aufregt, dass ich den Eisentank zu eins zu weit nach links gemacht habe. Ja. Der ist voll asymmetrisch. Ja. Es ist asymmetrisch. Immer diese scheiß Assis. Das stimmt, das sieht ein bisschen merkwürdig aus hier. Wie du das da gebaut hast. Wieso hast du die nicht umgesetzt?
Ja. Oh, es hat aufgehört zu regnen. War schon kompliziert genug, den da überhaupt hinzumachen. Ja gut. Einfach weil ich hier die ganze Zeit mit der Wo jetzt, wo du es Eingangsschranke. erwähnt hast, kann man auch nicht mehr übersehen. Oh, und wir sind eine Stunde an der Aufnahme. Ja. Ich glaube, irgendwann sollten wir die jetzt langsam auch mal aufhören, weil, Nun ja. hör doch auf. Also ich baue hier vielleicht. Da kommt jemand runter bei dir. So. Du. Dann hier. So, so. So und so und so und so. Ja, gut, wir haben ja immerhin den Eingang des Gerichts haben wir jetzt gebaut. Das ist die Leistung des Jahrhunderts für eine Folge, die eine Stunde geht. Ja, echt. Ja, gut, ich glaube, wir belassen es aber auch dabei. Machen jetzt vielleicht noch ZDF, wo wir dann hier mal so einen Park hinbauen oder sowas. Und das bauen wir dann in der nächsten Folge weiter oder in einem anderen ZDF-Stream. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie groß die Nachfrage ist. Also vielleicht auch in einer Stream-Folge. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ciao! Oder? Ja, ciao.